Ja, Karin. Ja, Karin. Ja, Karin. Und Angst, dass ich nicht lache, Yakari. Ihr zwei seid da doch wie flügellahme Enten heruntergeschlittert. Ich will schnell sein wie ein Pfeil. Macht's gut, ihr Schnecken. Ich fahre dort runter, wo es noch viel steiler ist. Und schneller. Bleibt ihr bei eurer Babybahn. Nicht, kleiner Dachs, Vorsicht! Ja! Ja! Au! Kleiner Dachs! Tu das! Kleiner Dachs benutzt seinen großen Mund vor allem zum Jammern. Ich weiß nicht, wenn er so laut heult, ist er vielleicht wirklich verletzt. Wölfe! Die Wölfe kommen! Nichts wie weg! Na, so ein Feigling. Kleiner Donner ist kein Feigling. Ja. Er hat nur Angst vor den Wölfen. Aus gutem Grund. Ihr solltet genauso Angst haben. Unruhiger Wolf. Die Tiere haben bessere Instinkte. Weit bessere als wir jämmerliche, schwache Menschen. Aber dieses Mal werde ich ihn erwischen. Und ihr kleinen Schlingel, haut ab. Macht, dass ihr in eure Tepis zurückkommt. Die Spur ist frisch und leicht zu verfolgen. Soll ich dir vielleicht suchen helfen? Kommt nicht in Frage. Lauft schon und sagt dem Stamm, dass die Wölfe da sind. Das hier geht nur uns etwas an, die Wölfe und mich. Na! Warum schreit er so? Völlig übergeschnappt. Unser Medizinmann sagt, das Feuer der Wut hat seinen Geist verbrannt. Damals, als er diese Begegnung hatte mit dem großen Wolf. Das war vor ein paar Jahren. Der Wolf war riesig und grimmig. Der Anführer eines Rudels. Lauf nur. Ich werde dich eines Tages wiederfinden. Er hatte ihn schwer an einer Pfote verletzt. Aber auch unruhiger Wolf trug zwei Narben davon. Eine an seinem Arm und eine an seiner Seele. Seitdem kann er nur noch an eines denken. Die Rache an dem Wolf, den er Dreifuß nennt. Wir sollten nach Hause gehen. Unruhiger Wolf hat recht. Wir müssen die anderen warnen. Was ist? Kommst du, Yakari? Ich könnte doch mit dem Wolf reden, damit sich die beiden wieder vertragen. Wir waren Schlittenfahren. Da haben wir erst die Wölfe gehört und dann kam unruhiger Wolf. Er hat gesagt, wir sollten sofort zurücklaufen und euch Bescheid sagen. Danach ist er wütend fortgelaufen, um der Spur der Wölfe zu folgen. Kleiner Donner, was suchst du denn da drin? Willst du dich etwa verstecken? Du brauchst keine Angst zu haben. Die Wölfe kommen bestimmt nicht in unser Lager, also sei vernünftig. Ist ja gut. Ich habe gar keine Angst vor den Wölfen. Ich wollte nur gucken, wie das Tippi da von innen aus... Ich brauche dich. Du weißt doch, dass die Tiere mich verstehen. Wir müssen unruhiger Wolf finden und den Streit zwischen ihm und den Wölfen schlichten. Kommst du mit? Zu den Wölfen? Du hast doch keine Angst, sagtest du. Weißt du, ein Pony hat vor nichts Angst. Außer vor Schlangen und Wölfen. Diesmal kann ich dir leider nicht helfen. Warte doch, kleiner Donner. Ich hab verstanden. Dann muss ich's eben allein schaffen. Musik.
sind die Spuren noch gut zu erkennen. Eine Angst. Großer Adler? Warum hattest du Angst, Yakari? Warum? Wölfe sind doch gefährlich. Hat dieser Wolf dich bedroht oder angegriffen? Wenn unruhiger Wolf Grund hat, die Wölfe zu fürchten, gilt dann dasselbe auch für dich? Denk also nach. Ich schenkte dir die Gabe, mit den Tieren zu sprechen. Finde es selbst heraus. Folge mir, Yakari. Wir werden jetzt die Wölfe aufsuchen. Halt! Mein Mokassin! Gebt ihn sofort wieder her! Ich krieg kalte Füße! Oh, sind die süß! Darf ich dir meine Familie vorstellen? Dreifuß? Willkommen bei uns, Yakari! Es steht kein Grund für euch Menschen, uns Wölfe zu fürchten, denn wir greifen nur an, wenn wir uns bedroht fühlen. Und so war das mit diesem Jäger von eurem Stamm. Er war gekommen, um uns zu jagen. Wenn ihr nichts Böses wollt, warum heult ihr dann so laut? Das macht uns große Angst. Das ist kein Geheul, das ist unser Gesang. So hört sich das nun mal an. Aber für uns klingt das gruselig. Weißt du, wo unser Gesang herkommt? Vor langer Zeit, als die erste Sippe von uns Wölfen entstand, stimmten wir einen nicht enden wollenden Freudengesang an. Der Sonne gefiel das gar nicht und sie verschwand früher als sonst. Sie stopfte sich die Ohren mit Wolken zu, aber dafür kam der Mond hervor und machte sich ganz rund, um uns zu lauschen. Vor Freude sang die Sippe noch inbrünstiger, wie wir es noch heute in jeder Vollmondnacht tun. Eine schöne Geschichte. Lauf nun schnell nach Hause, die Dunkelheit bricht bald herein. Ich hoffe, du hast nie mehr Angst vor uns Wölfen. Nie mehr, das verspreche ich dir. Oh, die Wölfe. Puh, es ist ja nichts, nur die Wölfe, die singen. Irgendwas ist da los. Ich spüre das. Dreifuß! Dein Freund Unruhiger Wolf ist in Gefahr. Nur du kannst ihm noch helfen. Wolf. Sie haben ihn in eine Falle gelockt. Dein Freund kann nur entkommen, wenn er gelobt, die meinen zu achten, so wie wir die deinen. Er soll seinen Respekt glaubhaft und für immer bekunden und niemand außer dir kann ihm das erklären. Geh jetzt, Yakari. Kommt mir nicht zu nahe, verschwindet! Haut alle ab! Weg! Oh, Yakari, lauf sofort weg! Du kannst mir nicht mehr helfen. Lauf, solange du kannst, Yakari. Sie zerreißen dich. Hör mir gut zu, unruhiger Wolf. Was? Wie? Das ist Zauberei. Die Wölfe hassen uns nicht, unruhiger Wolf. Sie wollen nur von uns respektiert werden, damit wir friedlich zusammenleben können. Wenn du bereit bist, ihnen diesen Respekt zu erweisen, werden wir heil zurückkehren. Ich bin bereit, Yakari. Musik.
Danke, Yakari. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Hey! Oh nein, nicht schon wieder. Das wäre geschafft, unruhiger Wolf. Jetzt haben wir nichts mehr zu befürchten. Lass uns schnell zurück. Mein Sohn, wir haben uns um dich und unruhiger Wolf Sorgen gemacht. Ich bin von nun an ruhiger Wolf, denn dank Yakari wohnt der Frieden wieder in meiner Seele. Blue stingray, Tyrannosaurus rex,